Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier in München auf dem Microsoft, auf der PC Live Tour von Microsoft. Und hier gibt es das Acer Aspire S3 zu bewundern, ein Ultrabook. Und schauen wir uns hier mal die technischen Daten an. Also ihr seht, wir haben hier einen Intel Core i5 2467M mit 1,6 GHz, 4 GB RAM und 320 GB Festplatte. Die Sache ist die, das Ultrabook gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Also wenn ihr mehr braucht, da gibt es auch welche mit mehr Festplatte, weniger Festplatte, je nachdem, wie viel ihr ausgeben wollt. Wir haben hier Windows 7 Home Premium drauf. Über dem Display, das glänzend ist, haben wir hier die Webcam. Ihr seht, das Display ist schön dünn, wie es sich für ein Ultrabook gehört. Wir haben hier eine Chiclet-Style-Tastatur und hier das Touchpad mit integrierten Maustasten. Hier den Power-Button und die Status-LEDs. Und da es sich um natürlich ein dünnes Gerät handelt, haben wir nicht so viele Anschlüsse hier an den Seiten. Wir haben hier einmal einen SD-Kartenleser und auf der anderen Seite ein Headset-Port. Die meisten Anschlüsse befinden sich hier auf der Rückseite. Dort haben wir nämlich einen Anschluss für das Netzteil, HDMI, zweimal USB. Das war's auch schon. Das ist das Acer Aspire S3, das denke ich mal eines der günstigsten Ultrabooks in der Minimalkonfiguration. Das gibt es glaube ich schon für 700 Euro und auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät.